Wer Schneeballbüsche im Garten hat, kennt das Problem. Kaum haben sich die Blätter entfaltet, schon scheiden sie dahin. Gefressen von einer Armada von Blattkäferlarven, die einen Busch regelrecht skelettieren können. Was bleibt, sind nackte Blattgerippe. Blattkäfer tummeln sich überall in unseren Beeten und Rabatten. Um die 500 Arten gibt es in Mitteleuropa. Und die meisten von ihnen knabbern am liebsten an Blättern. Viele fressen nur bestimmte Arten wie diese Käfer mit den schönen Namen himmelblaue Blattkäfer. Sie sind verantwortlich für die Löcher in der Minze. Andere Käfer wiederum findet man nur auf Lilienblättern, wie die Lilienhähnchen. Bei Gefahr erzeugen sie ein Zirpen, indem sie mit harten Körperkanten an ihren Flügeldecken auf- und abreiben. Wenn das den Angreifer nicht verscheucht, lassen sie sich fallen. Im Frühjahr legt das Weibchen seine Eischnüre auf der Blattunterseite ab. Bis zu 300 Eier kann es in einem Sommer legen. Aus ihnen schlüpfen stets hungrige Larven. Um sich zu schützen, tarnen sich die Larven mit einer Kotschicht auf dem Rücken. Deswegen sind sie oft schwer zu entdecken. Unter dieser Tarnkappe raspeln die Larven die Blätter immer dünner, bis sie löchrig und braun werden. Wer seine Lilien davor schützen will, kann versuchen, sie mit feinem Gesteinsmehl einzustäuben. Das mögen die Larven nicht. Ein Ort, an dem man keine Blattkäfer vermuten würde, der Gartenteich. Aber auch hier sehen die Blätter aus wie löchriger Käse. Die Seerosenblattkäfer verbringen fast ihr ganzes Leben auf dem Wasser. Auf den Schwimmblättern fressen sie und paaren sich. Hier legen sie ihre Eier und Larven und lassen sich auf der Wasseroberfläche zu neuen Blättern treiben. Blattkäfer sind schwer aufzuhalten. Das gilt insbesondere für den wohl berühmtesten Blattkäfer in unserem Garten, den Kartoffelkäfer. Seit 140 Jahren tummelt sich der amerikanische Käfer in Europa und trotz aller Versuche werden wir ihn wohl nicht mehr los. Mittlerweile sind die Käfer immun gegen fast alles. Wir müssen wohl mit ihnen leben, so wie mit den anderen Blattkäfern, die unsere Gärten bevölkern. Meist können wir sie im Zaum halten, indem wir die Käfer und ihre Larven absammeln. Aber auch wenn wir die Pflanzen durch Düngen und Gießen stärken, einige Blätter werden wir wohl immer teilen müssen mit den Blattkäfern.